Erstmal herzlich willkommen an alle. Wir haben heute ausgewählt eins meiner Lieblingsthemen, wo man so ein bisschen über alles und nichts und ganz viel reden kann, nämlich das tiefe Blau. Was ist eigentlich da unten? Fällt natürlich in eine sehr gute Zeit, weil ich auch gerade wieder mit einem guten Freund dabei bin, hier die ganz tiefen Tiefen zu erkunden und gerade jeden Tag irgendwo so auf 80, 90, 100 unterwegs bin und deshalb natürlich gerade sehr angetan bin von dem Thema. So tief muss man aber gar nicht erst kommen. Deshalb vielleicht vorneweg, was ist denn eigentlich tief? Tief ist nicht das, wo gar kein Licht mehr ist und wo man eigentlich nur mit ganz, ganz großem Aufwand hinkommt, sondern Tieftauchen ist erstmal definiert als alles, was unterhalb dieser Einsteigergrenze von 20 Meter liegt. Also alles ab 21 definieren Verbände als tief. Und jeder Einzelne, jede, die tauchen geht, definiert ganz unterschiedliche Dinge als tief, nämlich erstmal immer das, was man so als an der Grenze dessen wahrnimmt, wo man sich selber noch wohlfühlt. Für den einen oder anderen muss die 10 Meter schon sehr, sehr tief sein. Und für jemand anders ist eine Null dahinter immer noch so ganz geschmeidig handelbar. Tiefe ist also in erster Linie kein Wettbewerb, sondern etwas, was jeder für sich erforscht und jeder für sich versucht zu genießen. Und zwar auf die Art, wie es gerade angemessen ist. Also wir wollen hier keine Veranstaltung machen für immer, immer tiefer, ganz im Gegenteil. Aber wir wollen natürlich darüber reden, was uns an Tiefe so fasziniert, was uns so interessiert und was Tiefe für manche Menschen zu ganz besonderen Tauchgängen macht. Nicht jeder mag es, aber einige von uns mögen es ganz besonders gern. Was wir dabei angucken möchten, ich möchte einfach eine kurze Einführung machen. Was ist eigentlich so faszinierend am Tieftauchen? Wir werden dann sehr ein bisschen genauer darauf schauen, wie das ist mit den Farben, warum es manchmal ganz intensiv ist, warum es manchmal dunkel wird. Und werden dann einen großen Teil des Webinars damit verbringen, uns die Risiken und die Grenzen auch anzuschauen. Also was beschränkt eigentlich die Tiefe? Und zum Abschluss dann auch noch einen kleinen Blick darauf, was man denn lernt, wie man denn sich ausbilden und sich weiterbilden sollte, wenn es einen weiter in die Tiefe zieht. Wir waren dabei, was ist so unglaublich faszinierend für einige von uns, daran tiefer zu tauchen. Und ich glaube, die meisten, die es geschafft haben, in tieferen Gewässern einen Punkt von Entspannung zu erreichen, merken, dass gerade in der Tiefe alles nochmal deutlich ruhiger wird, dass auch Farben, auch wenn das Wasser grundsätzlich erstmal Farben schluckt und viel weniger zu sehen ist, dass die Farben um einen herum teilweise wirklich intensiver werden. Also gerade hier haben wir das oft so, dass diese grünen, schwarzen Korallen, Tannenbäume plötzlich wirklich sehr grün sind und dann haben wir diese berühmten rosa Puscheln, also so rosane Algen, die auch in 50, 60 Meter tatsächlich noch rosa zu sehen sind. So. Und genau diese unglaubliche Ruhe, die ist das, was mich daran eigentlich am meisten anzieht. Den Punkt würde ich aber gerne auch in die Runde fragen, an diejenigen, die gerne ein bisschen tiefer gehen. Was ist eigentlich das, was ihr da unten sucht, was für euch das Wichtigste ist? Dann werfen wir doch mal einen Blick drauf, was einen großen Teil von diesem alles wird irgendwie anders ausmacht, nämlich was mit dem Licht und was mit den Farben und was mit der Wahrnehmung unten passiert. Und dafür übergebe ich erstmal an Dominik. Ja, von mir auch nochmal einen schönen guten Abend nachträglich und ein kleiner Blick auf das, was Materie, technisch gesagt, meinen natürlich das Wasser, das Medium, in dem wir unterwegs sind, und Licht miteinander anstellen. Und für das, was wir jetzt brauchen, um uns das ein bisschen anzugucken, reicht es, wenn wir uns merken, dass es da drei Effekte gibt, über die wir reden müssen. Das eine ist Absorption. Absorption heißt, Licht geht durch ein Material durch und am anderen Ende des Materials kommt weniger Licht raus, als vorne reinging. Licht wird geschluckt vom Material.
Das ist ein Effekt, den kennt ihr alle. Wenn man die Rollläden runterlässt abends, die Rollläden absorbieren Licht komplett. Ja? Die lassen überhaupt kein Licht durch. Und dann ist dunkel. Wolken absorbieren relativ viel Licht. Wenn sich ein schöner sonniger Tag zuwölkt, wird es ganz, ganz nennenswert dunkler. Das kennt ihr. Das Zweite, was Material und Licht miteinander anstellen können, ist Streuung. Streuung ist nicht dasselbe wie Absorption. Streuung heißt, das Licht wird an kleinen Teilchen, und das können wirklich Teilchen sein, wie schwebende Algen, das können Staubteilchen sein, das können aber auch Teilchen im physikalischen Sinne sein, nämlich Moleküle oder Atome in einem Gas oder in einer Flüssigkeit. Da wird das Licht ja gestreut davon. Streuen heißt in zufällige Richtungen weiter geschickt, wenn es da drauf trifft. Und Streuung kennt ihr natürlich auch. Streuung macht den Himmel blau am Tag. Die Lichtwellen, die streuen mit den Molekülen Stickstoff und Sauerstoff in der Atmosphäre der Erde. Und diese Streuung, wenn Licht an Teilchen streut, die kleiner sind als die Lichtwellenlänge, die ist dann stark abhängig von der Wellenlänge des Lichts. Das passiert in dem Licht umso schlimmer, je kürzer seine Wellenlänge ist. Und blaues Licht ist halt das Licht mit kurzer Wellenlänge. Und deshalb ist der Himmel blau, weil blaues Licht von der Sonne viel stärker gestreut wird als rotes Licht. Und dann gibt es Brechung. Und Brechung kennt ihr auch, mindestens wenn ihr eine Brille tragt. Ja? Wenn ihr so durch diese Brillengläser durchguckt, dann seht ihr, das Licht wird vom geraden Weg abgelenkt. Das muss eine Brille können, das muss eine Linse können, weil das ist natürlich das Prinzip, auf dem die Korrektur der Sehschärfe dann beruht. Aber ganz allgemein tritt halt Brechung auf, wenn Licht von einem Material in ein anderes tritt. Zum Beispiel, wenn Licht von Wasser in Luft übertritt oder von Wasser in das Glas der Tauchmaske oder vom Glas der Tauchmaske wieder in die Luft vorm Auge, dann tritt Brechung auf. Und alles das zusammen passiert uns beim Tauchen. Also das ist schon so, unsere Gehirne, die können ganz schön viel Physik und unsere Augen. Die Effekte, die sind so, das übrigens in den letzten Tage oft drüber nachgesonnen, vielleicht mal eine Folge zu machen, so gängige Fehlvorstellungen beim Tauchen. Und was man ganz oft liest und auch in ganz, ganz vielen Materialien fürs Tauchen, ist dieser Satz, der hier paraphrasiert ist: Gegenstände erscheinen uns unter Wasser ein Drittel größer und ein Viertel näher. Und soweit ist das auch gar nicht verkehrt, nur das gilt nur für relativ nah gelegene Gegenstände unter Wasser. Die erscheinen ein bisschen größer und dadurch ein bisschen näher, weil unser Gehirn macht halt Entfernung intuitiv oft so an der scheinbaren Größe von etwas fest. Größer erscheinende Dinge sind näher, ferner erscheinende Dinge sind kleiner. Aber das gilt nur für nahe Gegenstände. Warum? Weil unser Gehirn nutzt natürlich noch etwas anderes, um die Entfernung einzuschätzen. Nämlich, wie stark ist die Absorption? Wie schwach erscheint das Bild eines Gegenstandes? Schwach erscheinende Gegenstände, sagt das Gehirn, sind weiter weg. Und das schlägt dann bei fernen Gegenständen im Wasser tatsächlich zu, dass das Gehirn sich auch in die Richtung täuschen lässt. Taucherin oder Taucher in 30 Metern Entfernung sieht oft viel weiter entfernt aus, als er oder sie tatsächlich ist, weil das Gehirn mit dieser höheren Absorption im Wasser schlecht umgehen kann. Ihr seht hier rechts so ein bisschen so ein kleines Bild, Entschuldigung dafür, aber man kann es, glaube ich, erkennen. Seht ihr Licht, welcher Wellenlänge wie weit ins Wasser eindringen kann? Und da seht ihr, da gibt es auch eine starke Farbabhängigkeit. Das rote Licht, das verschwindet schon so auf 5 Metern. Ich hoffe nicht, dass das Experiment viele machen müssen, aber wenn jemand von euch schon mal Nasenbluten unter Wasser hatte, vielleicht ein kleines Barotrauma oder einfach, weil man Nasenbluten halt mal kriegt, Blut sieht unter Wasser ab 5 Meter grün aus. Komplett grün, wie bei Spock. Ja, nicht wie bei Menschen, komplett grün, weil das rote Licht von der Sonne einfach gar nicht mehr in diese Tiefen vorkommt. Und dann kann das Blut natürlich auch kein rotes Licht reflektieren und deshalb sieht es nicht rot aus. Und dann Orange und Gelb, die kommen so 20, 30 Meter weit. Und das grüne Licht ist für uns besonders wichtig, weil das Maximum des Sonnenlichts ist halt im Grünen. Das kommt 50 Meter weit und das ist auch so einer der Gründe, warum es dann unterhalb 50 Metern, egal wie klar das Wasser ist, irgendwann wirklich dunkler wird nach einer Zurückwährung. Und dann seht ihr, blaues Licht kommt noch ein bisschen tiefer rein, das tiefe Blau, ja. Und vor allen Dingen übrigens kommt leider nah-ultraviolettes Licht relativ tief ins Wasser rein. Also man kann tatsächlich in einigen Metern Tiefe im Prinzip noch einen Sonnenbrand kriegen. Das ist gar nicht ausgeschlossen. Ist aber, muss man fairerweise auch wieder dazu sagen, eher selten. Erstens, weil man beim Tauchen ja normalerweise die Haut bedeckt hat und zweitens, weil die Absorption schon auch zuschlägt. Aber es ist so nicht richtig, dass das komplette UV-Licht der Sonne gleich relativ weit oben geschluckt würde.
So, und ja, was macht man da jetzt insgesamt daraus? So ein kleines bisschen. Wenn man sich das mal anguckt, Gewässer sehen tatsächlich viel, sehr, sehr unterschiedlich aus. Ja? Also, was wir jetzt so in den heimischen Baggerseen üblicherweise haben, das sind relativ viele Schwebstoffe, relativ große Teilchen, die das Licht streuen einmal und die aber auch Licht absorbieren. Während wir so in den Weltmeeren Wasser haben, das eher so aus sich heraus durch die Wassermoleküle streut. Und da kommt halt ganz viel so dieser blaue Eindruck, man sieht aber ganz, ganz weit. Und im Endeffekt ist das so, dass auf 20 Meter in vielen Baggerseen hier in Deutschland einfach Nacht ist. Wirklich Nacht wie erst in untauchbaren Tiefen im Atlantik oder in der Nacht, ja. So wirklich, wirklich dunkler ist. Und in der Kombination kann das so sein, je nach Farbe, dass der Farbeindruck in der großen Tiefe sogar intensiver erscheint. Ganz einfach deshalb, weil das Gehirn umgeben ist von ganz viel eines Farbeindrucks und alles, was da raussticht, das fällt uns dann umso mehr auf. Also das führt in Summe zu ganz, ganz unterschiedlichen Charakteren, die diese Gewässer haben. Und das ist sicherlich ein großer Teil der Faszination, ja. So, und damit zurück zu Vero. Sieht schön da oben so ein Bild, na, das ist so ein ganz typischer La Palma-Eindruck übrigens, so diese roten Gorgonien hier im Vordergrund und das Blau im Kontrast, das finde ich Klasse. unglaublich beeindruckend, so dieses Rot und Blau zueinander, das sieht in echt sogar noch beeindruckender aus, finde ich, fast so fast wie Neonrot sehen die manchmal aus, diese Gorgonien, also ganz toller Kontrast. Ja, und das, also neben den Gorgonien ist für mich immer so das Faszinierende, daneben dieses rosane Gestrüpp, das hat, also das wirkt so intensiv und das wirkt so klar rosa, dass man sich das eigentlich da unten gar nicht erklären kann, aber ich kann es mir stundenlang angucken. So. Ja, obwohl es da unten durchaus wunderschön ist und wir uns eigentlich sehr, sehr gerne auch immer wieder länger dort aufhalten, hat das Tieftauchen gewisse Grenzen. Und genau diese Grenzen wollen wir uns jetzt angucken, und zwar nochmal weg von Nullzeitgrenzen, die man sich überlegt und die man ja auch überschreiten kann. Und man kann ja auch Deko machen und langsam auftauchen. Aber es gibt einige Dinge, die uns tatsächlich Grenzen setzen, über die wir nachdenken sollten, wenn wir tiefer gehen. Und zwar sind das eigentlich genau drei Dinge, die relevant werden. Das eine ist, wann kommt der Tiefenrausch so rein, dass er keinen Spaß mehr macht? Also letzten Endes, welchen Stickstoffpartialdruck halte ich noch für tolerierbar? Das zweite, ab wann wird der Sauerstoff, den wir in unserem Gas, also zum Beispiel in der Luft haben, tatsächlich gefährlich? Und wir sollten das einfach aus sehr guten Gründen nicht mehr riskieren. Und dann noch als letztes, was ist denn mit der Dichte, mit der Gasdichte? Also eigentlich waren wir gerade bei meinem Lieblingsthema, nämlich Tiefenrausch. Ich gehöre ja, wie inzwischen bekannt ist, glaube ich, zu den Leuten, denen so ein bisschen Tiefenrausch eigentlich wirklich sehr, sehr schön finden, aber nur in einem gewissen Ausmaß. Und naja, Tiefenrausch, wovon reden wir da? Eigentlich reden wir von drei ganz verschiedenen Sachen. Nämlich zum einen davon, dass man unter Wasser halt so ein bisschen langsamer wird. Also die Kälte und die Atemarbeit, und man ist irgendwie abgelenkt und irgendwie ist unter Wasser, werden alle Leute so ein bisschen dümmer, als sie sonst sind. Das ist so und so ein bisschen tapsiger und irgendwie funktioniert nicht so wie an Land. Und man fragt sich nach dem Tauchen manchmal, warum eigentlich man jetzt das und das sich gerade gedacht und entschieden hat. Das ist noch kein echter Tiefenrausch. Das hat einfach was mit dem Unterwassersein zu tun. Und ist nichts, was einen so sonderlich beunruhigen muss, wenn das passiert. Daran kann man sich gewöhnen, kann man umgehen. Das ist alles erstmal soweit gut. Dann gibt es das, wo es anfängt, dass man darüber reden so kann, dass das jetzt aber ein Rausch ist, also ein Tiefenrausch. Und das ist das, was passiert bei den meisten Leuten so im Bereich 30, 40 Meter, dass das einsetzt. Das ist so eine leichte Euphorie. Alles ist irgendwie gut, alles ist irgendwie schön. Und es ist das, was ich so den wohligen Rausch nenne. Bis wie tief der runtergeht, ist sehr individuell unterschiedlich.
Und tatsächlich auch sehr tagesformabhängig. Also es gibt Leute, die haben das, die kommen bis 60 Meter irgendwie ganz gut klar damit. Und es gibt Leute, bei denen es eigentlich so ab gut 40 Schluss und es schlägt um und wird nicht mehr schön. So. Und das nicht mehr schön, das ist so ein Moment, der kommt, indem man feststellt, so, okay, ich bin jetzt hier in der Tiefe, die fühlt sich einfach wirklich nicht mehr gut an. Ich kann mich nicht mehr konzentrieren, das ist nicht mehr cool hier. Ich will eigentlich wieder hoch und kann wenn man in extreme Tiefen vordringt, also das berichten Leute, die wirklich so tief waren, wie man mit Luft aus wirklich, wirklich, wirklich nicht gehen sollte. Aber es gibt ja immer wieder, es gibt ja und gab früher, vor allem als Helium noch nicht so verfügbar war und wird wahrscheinlich wieder geben, wenn Helium noch teurer wird, schon immer mal wieder Leute, die es einfach gucken, wo die Grenze ist. Und viele von ihnen haben die Grenze in Sachen Tiefenrausch irgendwann gefunden, in einem Erlebnis, das dann eben überhaupt nicht mehr schön war, sondern eine wirklich harte, heftige Handlungsunfähigkeit, die eintreten kann, wenn man zu tief ist und die Narkose einfach wirklich komplett übernimmt. So, diesen Moment will man auf jeden Fall vermeiden. Grundsätzlich ist es so, so eine Stickstoffnarkose, wenn sie anflutet, hat ein paar klare Symptome. Es fängt an mit Euphorie, Vergesslichkeit, man kriegt so einen leichten Tunnelblick eventuell. Die Wahrnehmung verschiebt sich. Man kann das testen, wenn man dann mal mit Helium unterwegs ist, also mit Trimix unterwegs ist, erinnert man sich an Tauchplätze tatsächlich ganz anders, die man auch im tiefen Rausch schon erlebt hat und kann tatsächlich sozusagen auch diese, also wie gerade und wie geneigt eine Wand ist und welche Farben da jetzt tatsächlich sind. Es wird bunter ohne den tiefen Rausch. So. Also diese Wahrnehmung ist tatsächlich einfach etwas eingeschränkt. Und es geht hin bis dahin, dass einem schwindelig wird, dass man sich wirklich blödsinnig verhält, dass man es eben nicht mehr hinkriegt, sich vernünftig zu verhalten und wieder aufzutauchen, wenn es an der Zeit ist und solche Dinge. Und dass man einfach sämtliche Vorsicht fahren lässt, weil ist ja gerade alles so schön, bis hin zu, man wird bewusstlos und der Tiefenrausch kann diesen Tauchgang auch sehr unschön beenden. Das heißt, da muss man auf jeden Fall vorher bremsen. Wo genau das eintritt? Es ist etwas, was sehr schwer nachzuweisen ist. Und wir haben ein ganzes Webinar schon mal zu dem Thema gemacht, was ihr euch na auch nachschauen könnt. Ich habe daraus für heute nur so einen kleinen Teil rausgeholt, von dem ich glaube, dass es eigentlich der interessanteste Teil ist, nämlich den, was passiert denn mit dem, was wir mit unserer Handlungsfähigkeit unter Wasser, also ab wann wird es eigentlich gefährlich? Und da gibt es eine ganz schicke Studie, in der halt auch die Einflüsse von drei relevanten Gasen, nämlich vom Stickstoff, vom Sauerstoff und von dem CO2, den wir eventuell aufspeichern, auf unsere psychomotorischen Fähigkeiten getestet wurden. Das ist deshalb so wichtig, weil tatsächlich Tests gemacht wurden, bei denen man ausprobiert hat, sozusagen, wie reagiert jemand, wie kann jemand kurze Anweisungen erfüllen, kurze Anweisungen weitergeben, kleinere Probleme lösen, sind so kleine standardisierte Tests, die in dem Fall auch gemacht wurden bis zu deutlichen Stickstoffpartialdrücken, also bis zu 5,6 Bar Stickstoff, was einer Tauchtiefe von 60 Metern entspricht und auch bis zu einem etwas höheren Sauerstoffpartialdruck, also zumindest bis 1,2 Bar. Und sie haben auch noch einen erhöhten CO2-Spiegel mit eingebaut. Natürlich ohne die Probanden dabei in Gefahr zu bringen. Es fand statt in einem Pool innerhalb von einer Druckkammer, so dass man schon jederzeit auch wieder raus kann. Und was dabei interessant war, war vor allem die Selbstwahrnehmung der Kandidaten. Ja, wir gucken jetzt erstmal so ganz kurz über das grobe Ergebnis. Es gab so einen Teil des Tests, da ging es um Aufmerksamkeit, Impulsivität. Also ist jemand in der Lage, also wie viele Fehler macht jemand bei kleineren Dingen, die er jetzt gerade machen soll? Und da ist eigentlich das Einzige, was so relevant rausgekommen ist, dass man sagen konnte, naja, der Stickstoff verringert durchaus die Aufmerksamkeit. Also wenn man unter einem höheren
Druck steht, einen höheren Stickstoffpartialdruck erlebt, kriegt man Reaktionen nicht mehr so schnell hin, wie man das an Land gewöhnt ist. Durchaus etwas, was man sich beim Tiefenrausch vorstellen kann und was man vielleicht auch einfach schon erlebt hat. Das nächste war so ein Test, wo es darum geht, ich höre eine Information, ich verstehe die Information und gebe die einfach weiter. Das ist angelehnt, ist das alles an so einen Flugsimulator-Test. Ja, also sowas, womit man jetzt nicht unbedingt, was nicht unbedingt hundertprozentig vergleichbar mit Tauchen ist, wo aber schon so Fähigkeiten abgefragt werden, die wir beim Tauchen ja auch haben. Und auch da ist rausgekommen, also sich etwas zu merken, ist unter einem erhöhten Stickstoffpartialdruck tatsächlich gar nicht mehr so einfach. Und ich glaube, das ist etwas, was einige von uns kennen dürften. Ich merke das immer, wenn ich mit Leuten unterwegs bin und ich frage nach ihrer Luft gerne genau dann, wenn sie eben gerade, also Sekunden vorher auf ihr Fini geguckt haben. Dann denke ich, Mensch, du hast ja eh gerade geguckt, dann sag doch mal weiter, was hast du denn da gesehen, dann weiß ich es auch. Und die meisten gucken dann direkt nochmal, obwohl sie keine Minute vorher geschaut haben. Immer wieder genau, wenn das 3-Sekunden-Gedächtnis dann auf 1 Sekunde verringert wird, ist halt wirklich mit Gedächtnis nicht mehr so viel da. Ja? Und da ist offensichtlich weniger Fehler, mehr Plus und Minus ist weniger Fehler oder mehr Fehler sozusagen. Ne? Das heißt, Plus heißt, es ist schlechter, weil Plus bedeutet, es sind mehr Fehler, die jetzt gerade passiert sind. Ja? Also insofern ist Plus sozusagen nicht, es ist besser in dieser Legende, sondern Plus ist hier, die Situation ist nicht so gut. Was hier übrigens auch dabei rausgekommen ist und gar nicht so schlecht ist, ist Leute, die Videospiele machen, also Zocker und so, also die das Ganze trainieren. Also entweder Leute, die häufiger tauchen und Leute, die viele Videospiele machen, kommen damit tatsächlich besser klar. Das ist nur mal so ganz grob. Dann das nächste, wie ist das denn so mit Fehlern, die passieren bei Planung und bei Strategien? Also wenn man jetzt unter Wasser nochmal ein Problem lösen muss, dafür kann man das hernehmen. Und auch hier sind es 2 Faktoren, die maßgeblichen Einfluss haben. Und zwar also deutlich mehr Fehler passieren unter einem höheren Stickstoffpartialdruck und auch unter einem höheren CO2-Einfluss. Das heißt, bei härterer Atemarbeit oder wenn man gerade nicht so vernünftig atmet, sondern nicht gut wieder ausatmet und sich CO2 im Körper anstaut, das kennt man übrigens als etwas, was Angst macht. Wir kommen da nochmal extra dazu. Auch dann ist die Fähigkeit, Probleme zu lösen, deutlich eingeschränkt. Und man kriegt eigentlich nur noch das hin, was man eh gut trainiert hat. Was nämlich tatsächlich wenig betroffen ist, ganz, ganz wenig betroffen, sind motorische Fähigkeiten. Also Dinge, die gut trainiert sind, die man immer wieder gemacht hat, die man immer wieder wiederholt hat, die kann man auch sozusagen rotzbetrunken, also die kann man auch unter einem hohen Einfluss, unter einem hohen Stickstoffeinfluss immer noch in den Griff kriegen, weil sich an diesen Fähigkeiten tatsächlich nichts ändert. So, also das ist eher so die Frage, ist man darauf trainiert oder ist man darauf nicht trainiert? Was jetzt aber noch spannender ist als diese Einzelergebnisse ist, wie ist es denn so, wie gut kommen Leute mit Aufgaben klar, ist ja die eine Frage. Die andere Frage ist aber auch, wie sicher fühlen sich Leute? Und das ist vielleicht, das ist eigentlich für mich das interessanteste Ergebnis an dieser Studie. Weil wir kennen alle jede Menge Superhelden, die sich ganz sicher sind, dass sie den Tiefenrausch aber richtig volles Rohr im Griff haben und dass sie unter Wasser richtig cool noch reagieren können, weil sie sich das ganz toll antrainiert haben. Gefühlt ist das für die Leute auch so. Also, ich habe jetzt einfach mal ein paar Profile rausgesucht, die besonders sozusagen signifikant sind, nämlich 2 Profile mit einem sehr hohen Stickstoffpartialdruck
Einer davon noch zusammen mit ein bisschen CO2 und der andere einfach nur dieser hohe Druck. Und sozusagen die Kandidaten, die dem höchsten Stickstoffdrücken ausgesetzt waren, waren davon überzeugt, dass sie sehr, sehr, sehr gut bei diesen ganzen Tests abgeschnitten haben. Die Wahrheit ist, das war nicht so. Sie waren eigentlich ganz schön weit unten im Ranking im Vergleich zu denjenigen, die eben keinen höheren Stickstoffpartialdruck hatten, und die deutlich besser abgeschnitten haben, sich aber nicht so gut und so sicher gefühlt haben wie diejenigen mit dem höheren Druck. Das heißt, der höhere Stickstoffpartialdruck in einem bestimmten Ausmaß kann dazu führen, dass Leute nicht nur in ihren in ihren Fähigkeiten eingeschränkt sind, sondern ein bisschen, was der Name Tiefenrausch ja auch andeutet, trotzdem glauben, dass sie es eigentlich können. Wir haben hier mal nochmal das Gesamtbild von dem Ranking und hier sozusagen sehr deutlich diejenigen, die glauben, dass sie sehr gut abgeschnitten haben und die aber in Wirklichkeit sich im ganz unteren Bereich befinden. Das sind alles diejenigen, die mit hohen Stickstoffpartialdrücken unterwegs sind, die sich so besser fühlen, als sie wirklich waren. Grün sind diejenigen, die sich selbst, also blau, die rosa Linien sind diejenigen von denen, die sich selber massiv überschätzt haben. Die grünen Linien deuten darauf hin, haben sich selber massiv unterschätzt in dem, was sie wirklich hingekriegt haben. Und die blauen Linien ist, das sind, das stimmt mehr oder weniger überein. Und was hier schon sehr deutlich ist, ist, dass es grundsätzlich sehr massive Unterschiede gibt zwischen dem, was als Ergebnis gemessen wird, und dem, was Leute fühlen. Die gemessenen Ergebnisse sind bei den sehr, sehr hohen Stickstoffpartialdrücken, also da, wo wir im Bereich, wir reden von, es geht jetzt so auf die 60 Meter zu, da scheint die Euphorie sozusagen die Selbstwahrnehmung deutlich so zu beeinflussen, dass die Leute sich für cooler und besser halten, als sie wirklich sind. Und das Ganze ändert sich eigentlich nur dann, wenn zu dem Stickstoff auch noch ein erhöhter CO2-Spiegel dazu kommt. Und das ist das Geheimnis, was wir gleich am Ende nochmal lösen. Weil in dem Moment, in dem sich bei uns CO2, ansammelt, wird die Wahrnehmung und die Selbsteinschätzung nochmal eine andere. So, was bedeutet das jetzt für den Tiefenrausch? Nur, dass man sich selber wohlfühlt und glaubt, dass man alles im Griff hat, heißt nicht, dass man das tatsächlich tut. Das heißt, wenn Tauchgänge komplexer werden, sollten wir uns auf unsere Selbstwahrnehmung dabei vielleicht nicht mehr ganz so sehr verlassen. Also solange es Spaß macht, wenn man immer hochkommt, ist ja alles gut. Aber nur, dass wir glauben, dass gerade alles gut ist, bedeutet noch nicht, dass das wirklich so ist. Also, wenn Tauchgänge wirklich kompliziert werden, ist Trimix und den Stickstoffpartialdruck runterkriegen einfach die bessere Wahl, weil man sich dann sicher sein kann, dass man das, was man tut, auch halbwegs richtig wahrnimmt. Dann das langsame Rantasten. Das Gute am Tiefenrausch ist, dass wir durchaus in der Lage sind, wahrzunehmen, ob wir uns damit noch wohlfühlen und auch wahrzunehmen, ob wir so einigermaßen handlungsfähig sind. Das heißt, man kann so weit gehen, bis man merkt, hier fühle ich mich aber gerade nicht mehr so wohl und dann geht man halt wieder hoch. Und dann verschwindet der Rauscheffekt nämlich auch und man kann seinen Tauchgang wirklich in Ruhe und gemütlich beenden. Aber sozusagen das Thema Tiefenrausch ist eins, das sehr dafür spricht, aus Tiefe einfach niemals einen Wettbewerb zu machen, sondern sich langsam, einfach langsam und gemütlich zu gucken, auf was man denn wirklich Lust hat
und wo für einen selbst gerade die Grenze liegt und wo man sich einfach doch nicht mehr so wohlfühlt. Ja? Der Tiefenrausch ist jetzt eine sehr subjektive Grenze. Ja, das kann jeder für sich so ein bisschen handhaben, wie er will, weil manche mögen gerne 3 Bier trinken, manche mögen das gar nicht. Kann man für sich selbst entscheiden. Es gibt eine andere Grenze, die ist deutlich härter, weil das Risiko, wenn es schief geht, nochmal ein anderes ist und das wäre die Sauerstofftoxizität. Die meisten von uns wissen es, Sauerstoff selber hat auch einfach Grenzen. Sauerstoff kann dazu führen, ein zu hoher Partialdruck von Sauerstoff kann dazu führen, dass es beim Tauchen zu regelrechten Vergiftungserscheinungen kommt. Und zwar in einem Ausmaß, dass es zu Krämpfen im zentralen Nervensystem führt. Und das ist genau der Punkt, vor dem man bei der Nutzung von höheren Sauerstoffpartialdrücken einfach Angst hat. So. Das perfide daran ist, dass es sehr unklar ist, in welchem Moment genau das auftritt. Also es gibt sozusagen Grenzwerte, die klug sind und an die man sich besser auch hält. Aber es spielt grundsätzlich dafür, wann denn jetzt diese Sauerstofftoxizität eintritt, spielen immer 2 Dinge eine Rolle, nämlich welchen Partialdruck setze ich mich gerade aus? Und wie lange setze ich mich diesem Partialdruck aus? Also es ist niemals so, dass man 2 Atemzüge nimmt an einem Gas mit einem zu hohen Partialdruck und jetzt sofort anfängt zu krampfen. Das passiert so tatsächlich einfach nicht. Aber mit der Expositionszeit steigt das Risiko und mit dem Partialdruck steigt das Risiko. Und die Mischung daraus baut Grenzwerte, die wir sozusagen in jeder Sauerstoffbelastungstabelle von jedwedem Verband finden und die üblicherweise gesetzt sind bei 1,6 Bar maximal 45 Minuten und über 1,6 Bar geht man nicht raus. Daraus kommt auch, dass man sagt, für so normale Tauchgänge mit Nitrox 1,4 Bar sind mehr als genug. Manche belassen es auch bei 1,3 Bar. Aus dem einfachen Grund, dass man bei diesen Belastungsgrenzen, bei diesen Grenzen sich diesem Wert auch relativ lange aussetzen kann. Das heißt halt auch an einem Tauchtag mit 3, 4 Tauchgängen eben noch nicht an den Grenzen rumhängt. Was ja manchmal ganz gut ist, man muss ja keine Grenzen austesten, wenn es dafür gerade keine große Notwendigkeit gibt. Aber was man dazu auch wissen sollte, ist, diese Sauerstoffgrenzwerte, die sind eben nicht ganz so eindeutig. Das ist nicht so, dass man sagen kann, wenn du jetzt Sauerstoff mit einem Partialdruck von 2 Bar atmest, dann fängst du in 2 Minuten an zu krampfen und stirbst. So ist das nicht. Es ist einfach nur so, dass das Risiko höher wird und dass man einfach überhaupt nicht vorhersehen kann, wann es denn passiert. Das hier ist ein Messergebnis von einer und derselben Person, die Sauerstoff unter einem hohen Partialdruck ausgesetzt wurde. Und was man hier sehen kann, ist eigentlich, könnte man diese Linie sich ersparen, die diese Punkte miteinander verbindet, weil diese Linie gibt es eigentlich nicht. Es gibt komplett unterschiedliche Messwerte. Und es gab mal einen Krampfanfall schon nach 5 Minuten. Und dann konnte dieselbe Person 2,5 Stunden diese, ich glaube, es waren 2 Bar Sauerstoffpartialdruck atmen, bevor es tatsächlich zum Krampfanfall gekommen ist. Und das geht ziemlich beliebig hoch und runter. Und letzten Endes, dass es völlig unvorhersehbar ist, wann bei einer Person es jetzt zu Krampfanfällen kommt, und wann auch nicht. So. Heißt, wir wissen es einfach nicht, wann es passiert. Wie gesagt, das hier waren Drücke, die nochmal deutlich höher waren als das, was wir für empfehlenswert halten. Und selbst da kann man es einfach nicht genau sagen. Wird übrigens auch berichtet aus Druckkammerbehandlungen, die ja auch mit 2 Bar Sauerstoffpartialdruck stattfinden. Und es ist überhaupt nicht so, dass es dort ständig zu Krampfanfällen kommen würde.
So, jetzt ist es aber so, wir sind unter Wasser. Wir sind nicht an Land und machen irgendwelche Versuche, sondern wir sind unter Wasser. Und das kann durchaus sein, dass durch die Anstrengung die Zeit, bis es tatsächlich zu einem Krampfanfall kommt, weniger wird. So. Dann kommt dazu, das reden wir gleich drüber, durch den erhöhten CO2-Gehalt im Körper, weil wir vielleicht durch erhöhte Atemarbeit das CO2 nicht vernünftig abatmen, es eben doch zu einer Gefäßweitung kommt, es eben, und eben doch die Dosis an Sauerstoff zu hoch wird, und zwar schneller zu hoch wird, als das an Land der Fall wäre. Also, es spricht einiges dafür, dass das Risiko, dass es zu Krampfanfällen kommt, unter Wasser grundsätzlich höher ist als an Land und dass man auch deshalb einfach vorsichtiger sein sollte. So. Deshalb sind diese Limits, dass man sagt, Mensch, ich plane einfach keinen Tauchgang, der mich zu einem längerfristigen PO2 von mehr als 1,4 bar führt. Kann ich einfach bleiben lassen. So. Das ist so ein Grenzwert, der macht Sinn. Kann man in anderen Momenten, wenn man sagt, okay, ich bin gerade in der Dekompressionsphase des Tauchgangs und möchte möglichst effizient dekomprimieren, da kann man dann natürlich auch entscheiden, dass man jetzt mal auf 1,6 bar hochgeht, weil das Risiko wieder ein anderes ist. Ich bin nicht mehr am tiefsten Punkt meines Tauchgangs und kann das nochmal anders beobachten. Die 1,4 bar ergeben für Luft eine Grenze von 56 Meter. Und das ist schon so tief, dass man dort üblicherweise das Problem Tiefenrausch hat, bevor der Sauerstoff zum Problem wird. Ja, also solange wir mit Luft tauchen und nicht mit Nitrox, sind diese Sauerstoffgrenzwerte fast schon zu vernachlässigen. Ja. Gut, hier nochmal ein kurzer Überblick. Wir benutzen gerne Partialdrücke von 1,3 beim Rebreather-Tauchen, 1,4 im normalen technischen Tauchen und im technischen Tauchen dann auch 1,6 bar in der Deko. Das 1,6 bar sind ungefähr hier. Und sozusagen je nachdem, wie man sich Sauerstoff anguckt, wo man sagen kann, hier ist sicher hier wäre eine Sauerstoffvergiftung ziemlich sicher. Und hier hätten wir Lungenschäden, die ziemlich sicher sind, die man also jetzt wirklich nicht riskieren sollte. Und da sind wir aber sozusagen bei einer kurzen Exposition. Wir reden hier übrigens über Stunden, nicht über Minuten. Ja. Bei einer kurzen Exposition kann man unendlich über das hinausgehen, was wir beim Tauchen machen. Ja, insofern glaube ich, dass wir mit diesen Limits sehr, sehr weit in einem sicheren Bereich sind. Problematisch wird die Sache eigentlich nur dann, wenn man Gase dabei hat, also zum Beispiel reinen Sauerstoff, die man in einer bestimmten Tiefe, in der man sich aber auch länger aufhält, nicht atmen sollte. Und dass es da beim Gaswechsel zu einer Verwechslung kommen könnte. An sowas entstehen Unfälle. Nicht daran, dass man mal kurz doch auf 1,8 bar war. Ich möchte da jetzt keine Werbung für machen, aber das sind kleine Verwechslungen, die mal stattfinden können, die irgendwie tatsächlich kein Problem sind und die ja manchmal auch wichtig sein können, weil wenn man geplant hat, man macht jetzt gut 50 Meter mit Luft und jetzt sackt einem jemand ab, lässt man den jetzt einfach weiter runtergehen, weil man Angst hat vor dem Sauerstoff oder versucht man den noch zu holen? Aber man ist halt mit Nitrox unterwegs und jemand geht aber tiefer, als man wollte. Ja, helfe ich dem jetzt, obwohl ich klar in der Birne, helfe ich dem jetzt oder lasse ich ihn absacken, obwohl ich völlig klar in der Birne bin, aus Angst vor dem Sauerstoff. Und dafür glaube ich, ist es ganz wichtig, nochmal im Blick zu halten, dass diese Limits eben nicht ganz so festgesetzt und nicht ganz so starr und auch nicht ganz so evident sind, wie man gerne glaubt, wenn man so eine Tabelle vor sich hat, die sagt, da und da ist aber die Grenze. Und was vielleicht viel relevanter als Grenze nochmal ist, wäre, wie ist es denn mit der Atemarbeit? Wie ist es mit dem CO2? Und dafür würde ich jetzt nochmal an Dominik zurückgeben.
Ja, vielen Dank. Also ich weiß nicht, das ging ja jetzt im Chat auch schon in die Diskussion. Letzten Endes, so ein bisschen kann man es natürlich schon versuchen zu sortieren, was Risiken angeht. Und ich glaube, beim Tauchen, ehrlich gesagt, läuft das oft in keine besonders gute Richtung, weil das Risiko, das am häufigsten mit Abstand diskutiert wird, das ist die Frage der Dekompressionsgrenzen. Und ehrlich gesagt, das haben wir oft schon thematisiert. Das ist aber genau das, was Leute normalerweise nicht vom Leben zum Tode bringt, sondern das sind natürlich Unfälle, die passieren. Aber das sind in aller Regel, üblicherweise sind das irgendwelche reparablen Geschichten. Während so ein Krampfanfall durch Sauerstofftoxikose unter Wasser in aller Regel leider nicht mehr reparabel ist, weil der halt mit dem Ertrinken einhergeht. Und das ist so ein kleines bisschen. Also kann man auf viele verschiedene Arten drehen und wenden. Aber warum macht man 1,6 Bar in der Deko? Natürlich, um effizient zu dekomprimieren, also das Risiko der DCS zu senken. Muss sich halt bewusst sein, dass man dafür ein anderes Risiko in Kauf nimmt, nämlich das des Krampfanfalls. Das muss man einfach füreinander abwägen. So, und ein drittes Thema gibt es auch noch, das hat Vero angesprochen, ist die Gasdichte. Und die Gasdichte, die hat ganz viel zu tun mit diesem Thema CO2. Und warum das so ist, ist nicht so arg schwer einzusehen. Wir sind Tiere und Tiere auf der Erde verstoffwechseln Sauerstoff und setzen den um, binden den Sauerstoff an Kohlenstoff. Das ist so die Basis des tierischen Lebens. Kohlenstoff und an diesen Kohlenstoff bindet man Sauerstoff aus der Atemluft, erzeugt dadurch Energie, setzt dadurch Energie frei. Pflanzen können das rumgedreht machen. Die Photosynthese kann durch Sonnenlicht den Sauerstoff wieder vom Kohlenstoff trennen und so entsteht dann natürlich der Kreislauf. Aber wir binden halt Sauerstoff an Kohlenstoff in unserem Stoffwechsel. Und das CO2, das dabei entsteht, das muss natürlich entfernt werden aus dem Körper. Die Atmung hat nicht nur den Grund, Sauerstoff in den Körper reinzubringen, um halt diese Bindung durchzuführen, sondern auch CO2 aus dem Körper zu eliminieren. So, das also ganz wichtig an der Stelle. Atmung hat schon dann ein Problem, wenn zwar noch ausreichend Sauerstoff reingeht in den Körper, aber nicht mehr ausreichend Kohlendioxid heraus. Schon dann hat man mit der Atmung ein Problem. Jetzt diese Probleme, die entstehen können, die haben damit zu tun, dass wir zwar Luft als Medium wahrnehmen, das nicht besonders dicht ist, stimmt auch, Luft in der Raumluft, wo ich jetzt gerade unterwegs bin, ein Liter Luft hat ein Gewicht von so 1,2 Gramm, das ist ganz wenig, es ist nicht nichts, aber es ist ganz wenig. Und für diese Dichte, in der wir atmen, 1,2 Gramm pro Liter, das haben wir uns evolutionär entwickelt, das funktioniert, ja, da kommen wir gut mit klar. Aber weil wir uns in so einer relativ wenig dichten Atmosphäre entwickelt haben, hat es halt auch immer gereicht, dass unsere Lungen eine vergleichsweise limitierte Transportkapazität für Gas haben. Vergleichsweise limitiert. Wir können also zwar schnell atmen und viel Gas durchatmen, aber der eigentliche Gasaustausch, das Aufnehmen von Sauerstoff, vor allen Dingen das Eliminieren von CO2, ist wirklich limitiert. Das brauchen wir aber auch im Alltag natürlich nicht mehr. Im Tauchen ändert sich eine ganz wesentliche Sache dieser Gleichung, ändert sich nämlich die Gasdichte. Wir atmen ja das Gas immer unter Umgebungsdruck. Auf 10 Meter, 2 Bar, ist die Dichte schon 2,4 Gramm. Das geht hoch, 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 hoch. Und leider geht damit aber nicht die Gastransportfähigkeit unserer Lungen hoch. Im Gegenteil, die wird sogar schlechter, weil es steigt nicht nur die Masse. Die Masse muss bewegt werden, die muss beschleunigt werden des Gases mit der Dichte. Es steigt halt auch noch seine Zähigkeit, die Fließfähigkeit wird schlechter. Und das führt dazu, dass, wenn wir zu höheren und höheren und höheren Drucken gehen, eins weiter bitte, Vero, wir uns relativ schnell diesen Grenzen nähern können, effizient CO2 zu eliminieren über unsere Atmung. Das hängt nicht davon ab, wie intensiv wir atmen. Das kann man nicht beliebig durch irgendeinen speziellen Atemrhythmus oder durch tiefe Atmung, das kann man nicht beliebig steigern. Das sind tatsächlich Grenzen, die haben damit zu tun, dass die feinen Äderchen in den Lungen, die feinen Bronchienäste, die dann schlussendlich die Alveolen, die Lungenbläschen versorgen, dass die einfach begrenzte Durchmesser haben. Und durch die kann gar nicht mehr Gas pro Sekunde oder Minute fließen, als halt nun mal möglich ist. Und das Problem, das entstehen kann, ist, dass man diese Transportfähigkeit einfach überschreitet, wenn man in einer dichten Atmosphäre atmet. Und es ist üblicherweise dann so, dass zwar tatsächlich noch genügend Sauerstoff hineingelangt in den Menschen, aber leider, leider nicht genügend Kohlendioxid eliminiert wird. Das ist deshalb so, weil wir atmen 21% Sauerstoff ein. Das ist viel mehr, als wir brauchen, ne? Wir verwenden selbst hier an der Oberfläche, verwenden wir ja sowas wie 4%.
Also Ausatemluft hat immer noch so 16% Sauerstoffgehalt. 4-5% verstoffwechseln wir. Und in der Tiefe wird das prozentual natürlich weniger. Da gibt es ein Überangebot. Aber wir kommen leider nur mit relativ geringen Mengen an CO2 im Körper klar. Und eine geringe Menge noch kleiner zu machen, ist physikalisch immer schwieriger, als eine große Menge ein Stückchen kleiner zu machen. Weiß übrigens auch jeder, der schon mal Schnee geschaufelt hat, so die letzten Schneereste oder Staubsaugen, ne? Das letzte bisschen Staub aus der Wohnung raus. Das ist viel, viel anstrengender, als mal irgendwo anzufangen, wenn überall Staub liegt. So ist das. So, und jetzt kann es also passieren, dass man CO2 zurückhält dadurch, dass diese Kapazität erschöpft ist. CO2 immer weiter aufspeichert, wenn man so will, im Körper. Und das extreme Ende davon, das nennt man dann Hyperkapnie. Also zu viel CO2 im Körper vorhanden, um einwandfreie Funktion noch zu gewährleisten. Kann auch sagen Kohlendioxidvergiftung, extrem gesagt. Wobei Vergiftung ist vielleicht ein bisschen arg hartes Wort. Das Kohlendioxid ist nicht in dem Sinne so giftig wie das Kohlenmonoxid zum Beispiel. Es verdrängt also jetzt nicht die Fähigkeit des Blutes, Sauerstoff zu binden. Aber es hat trotzdem Wirkungen, die sind dann irgendwann einer Vergiftung auch nicht unähnlich. Ich kriege Kopfweh, kriegt wahrgenommen starke Atemnot. Man kriegt oft als sehr unangenehm beschriebene Narkosewirkungen auch durch einen hohen CO2-Spiegel. Und ja, das ist also eine Situation, in die man sich leider hineinarbeiten kann. Nicht nur durch sportliche Anstrengung, das geht natürlich. Wahrscheinlich habt ihr das alle schon mal erlebt, dass man jetzt aus dem Nichts heraus so losgesprintet ist, meinetwegen. Und dann ist irgendwann die Belastung vorbei und man merkt, minutenlang gefühlt ist man noch am Luftschnappen und so, ja. Also das ist ein Weg, wie das passieren kann. Das kann leider auch passieren, dadurch, dass man einfach Gas bei zu hoher Dichte atmet. Heißt, dass man mit Gas zu tief taucht, weil die Dichte lässt sich natürlich nicht ändern, die muss umgebungsdruckabhängig steigen. So, und jetzt kann man die Frage stellen, wo kommen für die meisten Menschen da Grenzen? Und das ist gar nicht eindeutig zu beantworten. Das ist individuell extrem verschieden. Das kann man ganz schwer auf einen Kamm scheren. Man kann also ein bisschen Tests machen, hat man auch getan, und kann einfach mal gucken, wann fangen Menschen an, nennenswert CO2 zurückzuhalten. Das heißt noch nicht sofort, dass das ein Problem ist. Wir können einen gewissen CO2-Spiegel natürlich ertragen, aber es sind Anzeichen dafür, dass dann Werte erreicht sind, wo es vielleicht nicht beliebig lange geht. So, wäre noch eins weiter Flip, dann sieht man mal, was bei diesen Tests zumindest herauskam. Wenn man nämlich sagt, man nimmt ein vorsichtiges Limit, nämlich ab dann, wo der CO2-Spiegel anfängt anzusteigen, dann kriegt man so eine Gasdichte von so 5,2 Gramm und sagt man vielleicht ein bisschen hoch, weil das ist schon nicht so arg viel. 5,2 durch 1,2 könnt ihr mal versuchen zu teilen im Kopf oder im Taschenrechner meinetwegen. Das sind ein bisschen über 30 Meter, also so über den Daumen 35 Meter, kann man vielleicht sagen. Ist so eine Tiefe mit Luft, wo das anfängt, zumindest für manche Menschen ein Thema zu werden, in manchen Situationen. Jetzt kann man natürlich sagen, kann weniger vorsichtige Grenzen nehmen und kann mal anfangen zu gucken, ab wann wird von Menschen berichtet, dass da tatsächlich Effekte spürbar sind. Und da kommt man eher so auf so 6,3 Gramm. Und das mal teilt, das ist ein bisschen über 50 Meter. Nee, sorry, nicht ein bisschen über 50 Meter, sondern ist ein bisschen über 5 Bar und das ist ein bisschen über 40 Meter, ne? Sorry. Das ist ein bisschen über 40 Meter. Auch hier übrigens ist einer der Gründe sicherlich diese Daten, dass viele Tauchverbände gesagt haben, 40 Meter nehmen wir erstmal als Limit für das Sporttauchen, weil da halt ganz viele Sachen auf einen Schlag zusammenkommen. Also 33 Meter, sehr vorsichtige Grenze, 42 Meter, halt diese 6,2 Gramm, 5,3 Bar, eher 5,2 Bar, eher weniger vorsichtige Grenze. Jetzt muss man da aber sagen, es kann natürlich auch viel mehr funktionieren und das wissen sicherlich viele von euch. Natürlich kann man mit Luft tiefer als 40 Meter tauchen, kann Luft tiefer als 50 Meter tauchen. Manche Menschen sind sehr viel tiefer getaucht mit Luft, haben das auch überstanden. Das sind keine harten Grenzen. Die sind abhängig von der Person, die sind abhängig vor allen Dingen von den Umständen. Aber was man vielleicht im Hinterkopf haben sollte, ist, dass wir nicht immer wissen, wann wir unsere Gastransportfähigkeit vielleicht komplett ausschöpfen können. Tauchen ist ein wenig belastender Sport. Vielleicht so wenig, dass man streiten kann, ob es überhaupt ein Sport ist. Ist wenig anstrengend. Und das kann einen natürlich in eine Situation verlocken, die dazu führt, dass in relativer Ruhe, wenn man so völlig dahin chillt und die tiefe Blau genießt und die Korallen anschaut, dass es dann total okay ist auf 60 Meter mit Luft. Weil man seine Gastransportfähigkeit noch nicht mal ausschöpft, weil man ganz langsam
atmet, weil man ganz wenig Muskeln benutzt, ganz wenig Stoffwechsel hat. Und dann ist die Welt in Ordnung. Nur wir wissen halt leider nicht, ob nicht Situationen kommen, wo dann sportliche Anstrengung gefragt ist. Strömung ist ein einfaches Beispiel. Aber auch irgendwelche Art von Unfall, die geschehen kann, irgendwelche Art von Notfall, irgendeine Art Aufregung kann da reichen. Da geht der Stoffwechsel hoch und damit die CO2-Produktion. Und das ist eine Möglichkeit leider tatsächlich, wie man sich in Sackgassen bringen kann. Ja? Weil in dem Moment, wo dann die Belastung da ist, geht dann gnadenlos die Schere zu. Also dann wird der CO2-Spiegel steigen und dann werden Probleme sich aufeinandertürmen. Und so ein bisschen, denke ich, sollte man das im Hinterkopf haben, dieses gasdichte Thema. Weil das vielleicht eine der verstecktesten oder versteckteren Gefahren ist. Versteckter als die Narkose, versteckter auch als so Fragen wie Dekompressionszeiten, die schnell ansteigen, auch versteckter als Sauerstofftoxikose. Und ja, klar, Auswege gibt es da mehrere daraus. Das eine ist leichtere Gase. Helium fließt wesentlich besser als Luft, ist aber vor allen Dingen auch wesentlich leichter. Und es verschiebt natürlich die Grenzen nach unten, das ist klar. Open Circuit ist übrigens auch ein bisschen besser als CCR da. Ne? Mit CCR ist der Atemwiderstand höher, spielt da auch rein. Aber die Gasdichte ist der Haupttreiber, das muss man schon so sagen. Und das kann man sich einfach auch überlegen. Wobei, nochmal muss man halt fairerweise dazu sagen, da harte Grenzen anzugeben, ist sehr, sehr schwierig, weil das individuell sehr verschieden ist. Aber Effekte sind da schon bei erstaunlich niedrigen Tiefen. Und das sollte man, glaube ich, mindestens wissen. Also, dass das ein Teil des Gefahrenmixes ist. Und sicherlich eine extrem unangenehme Situation, wenn sie zuschlägt. Ich meine, wenn ihr einfach mal zurückdenkt an dieses Gefühl, wie das ist, wenn man sich so außer Atem fühlt, nach Treppe hochsprinten, das ist jetzt nicht irgendwie das Allerniceste. Ja? Und das jetzt irgendwie umgelegt auf 60 Meter, wenig Gasvorrat, weiß ich nicht, ob man das unbedingt provozieren muss. Also das sollte man sich auf jeden Fall überlegen, denke ich. Gut, und damit zu Vero zurück. Genau. Da ist auch sozusagen genau an dem Punkt ist natürlich auch der Moment, in dem der CO2-Gehalt und also diese damit verbundene Kurzatmigkeit und der Tiefenrausch ganz komisch zusammenspielen, weil es gut sein kann, dass ganz häufig, wenn der Tiefenrausch angefangen wird, als unangenehm empfunden zu werden, ja, also der schlägt ja irgendwo um, dann kann das sehr gut sein, dass da auch dieser erhöhte CO2-Spiegel mit eine starke Rolle spielt, weil natürlich, wenn man anfängt, so ein bisschen das Gefühl zu haben, das mit dem Atmen ist aber gerade gar nicht mehr so toll, dann ist das natürlich der Moment, der einem viel mehr Angst macht, als dass es noch schön ist. Und genau das kann dazu beitragen, dass der Tiefenrausch sozusagen von, ach, alles so nett hier, plötzlich umschlägt in gar nicht mehr nett. So, ne? So, jetzt hatten wir uns relativ genau angeguckt, was denn so wirkliche, echte Grenzen des Tieftauchens sind, die, wie wir gesehen haben, relativ schwammig sind und eigentlich gibt es nicht den einen Punkt, an dem man sagen kann, da ist die Grenze, weiter kann man nicht. Ist so eigentlich nicht erklärbar. Es gibt aber in einigen Regionen der Welt legale Grenzen, nämlich weil die Physik und weil sozusagen die tatsächliche Physiologie da so unklar ist und Tauchern eben keine Grenzen setzen, gibt es manche Länder, in denen die Gesetzgeber sich berufen fühlen, doch irgendwelche Grenzen einzubauen. Die Grenzen werden dann meistens tatsächlich, also in Ländern, in denen unterschiedliche Gase getaucht werden, kommt das tatsächlich oft vor, dass Grenzwerte in Sauerstoffpartialdruck, in Dichte, in Stickstoffpartialdruck ausgedrückt werden und nicht so sehr in einer Meterzahl. Ja, das ist das, also gerade die Tauchgesetze, die sich selber für etwas fortschrittlicher halten, wie das Spanische, nehmen sowas für sich in Anspruch. In anderen Ländern gibt es einfach knallharte Grenzen, wie niemand tiefer als 30 Meter. Und dann wird es auch schwieriger, daran vorbeizukommen, wenn man nicht bereit ist, in dem Land dann im Zweifel halt Strafen zu zahlen, wenn man doch erwischt wird. Aber was außer den Gesetzen könnte es noch geben? Was sehr häufig in Diskussionen erwähnt wird, ist sowas wie
Ohne Deep Brevet darfst du aber nicht auf 40 Meter. Das ist in der Tat einfach Unfug. Also es gibt keine Brevetpflicht, die außerhalb von Landesgesetzen liegt. Und in Landesgesetzen ist üblicherweise nur festgeschrieben, dass Taucher über eine entsprechende Ausbildung verfügen müssen. Die ist üblicherweise mit dem ersten Stern oder mit dem OWD einfach da. Weil diese Ausbildung enthält alles Wissen und alle Fertigkeiten, die man braucht, auch um tiefer zu tauchen. Sie enthält eben nur noch nicht die Erfahrung. Das heißt, ein weiterführendes Brevet über dieses erste OWD oder ein Stern kann immer Sinn machen, mal zu machen. Natürlich ist es wichtig, dass man, wenn man tiefer möchte, man sich da langsam vortastet und nicht aus dem Stand direkt nach dem OWD erstmal auf 50 Meter runterkracht. Das haben zwar auch schon Leute überlebt, aber es ist einfach nicht die klügste Art, an diese Sache ranzugehen. Aber es gibt eben nicht das eine Brevet, das einem dann nochmal eine andere Tiefe erlaubt, außerhalb von dem Hausrecht, von den Tauchbasen oder den Tauchseen, in denen man tauchen möchte. Und das ist dann vielleicht das Wichtigste, nämlich die Frage mit, was möchte mein lokaler See eigentlich sehen, wenn ich dort so tauchen möchte, wie ich das gerade will. Und das kann dann schon mal ein Grund für einige Leute sein, doch auch noch andere Brevets zu machen, außer dem Grund, dass man gerade Spaß dran hat und das gerne machen möchte, damit man einfach einen Nachweis dafür hat, und damit man nicht immer alles erklären muss. So. Hausrecht existiert. Was tatsächlich übrigens auch nicht existiert, um wieder einen der vielen komischen Fehlvorstellungen beim Tauchen aufzugreifen. Die Versicherung ist nicht etwa ungültig, wenn man kein Brevet hat, auf dem draufsteht, dass man das darf, was man gerade tut. Eine Tauchversicherung deckt Tauchunfälle ab und ein Tauchunfall ist alles, was beim Tauchen nun mal passiert. Und solange das Ganze nicht grob fahrlässig ist, was man getan hat, und für grob fahrlässig reicht es nicht aus, dass man ein paar Meter tiefer war, zahlt die Versicherung üblicherweise auch den Tauchunfall. Also es ist eben nicht so, dass jemand, der nur ein OWD-Kärtchen hat, auf 25 Meter plötzlich seinen Versicherungsschutz verliert. Das ist einfach komplett sachlich falsch. Und wenn jemand versucht, mit solchen Gründen Tieftauchbrevets zu verkaufen, würde ich mich umdrehen und gehen, weil wenn schon dort die Informationen einfach falsch sind, kann ich dann von dieser Person wirklich was lernen über das tiefere Tauchen, was mich jetzt wirklich interessiert. Ich weiß es nicht, ich würde es dann eher nicht tun. So. Was aber sinnvoll ist, jetzt hin und her, ob man Brevets dafür braucht oder ob man sie nicht braucht. Wir haben ein paar Sachen angesprochen, die das Tauchen in Tiefen, die jetzt gerade, wenn es so um 40 Meter und dann mehr geht, die einschränken, die das ein bisschen gefährlicher machen. Die Nullzeitgrenzen werden auch enger. Irgendwann möchte man aber bitte doch nicht innerhalb der Nullzeitgrenzen bleiben, sondern auch ein bisschen Deko machen und ein bisschen länger unten bleiben. Und wenn man sich in diesen Bereich vorwagt, dann macht es Sinn, in irgendeiner Form weitere Ausbildung zu machen, um das zu tun. Aber von Anne Rose kommt gerade, der VDST hat in den Bedingungen, dass für die Tauchgäste entsprechende nein, Anne Rose, das stimmt noch nicht mal beim VDST. Der VDST hat in seinen Bedingungen, dass die Leistungen geringer werden, wenn du nicht das entsprechende Brevet dafür hast. Das hat der VDST aber auch selbstständig und weil sie das so wollen, mit der Versicherung so ausgehandelt. Das ist ein Grund gegen die VDST-Versicherung, finde ich, weil ich mit einem Verband, der solche Bedingungen für mich aushandelt, vielleicht irgendwie nicht die Versicherung nehmen möchte. Ne? Aber es ist eben nicht kein Versicherungsschutz. Es ist wirklich nur, die Leistungen werden eingeschränkt und die medizinische Hilfe, die wird geleistet. Na, die steht da nämlich nie zur Debatte. Na, das ist wichtig. Gut. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, das eine oder andere Brevet macht Sinn und zwar völlig ohne. Also man kann das als Brevet machen. Man kann es auch auf andere Art sich Wissen aneignen. Aber für Tauchgänge so im Bereich 40 Meter
macht es unglaublich viel Sinn, die ersten Erfahrungen mit jemand zu machen, der sich in dieser Tiefe sehr gut auskennt. Mit jemand, der selber weiß, dass er seinen oder beziehungsweise ihren Tiefenrausch im Griff hat, und ja einfach ein bisschen drauf schauen kann, dass jetzt alles gut läuft. Es fühlt sich auch einfach besser an, diese ersten Tauchgänge in einer noch unbekannten Tiefe mit jemand anders zu machen, für den das eben keine unbekannte Tiefe mehr ist. Ja? Dann in dem Bereich, in dem man in dem Moment, in dem man längere Dekompression macht, also nicht nur, man geht einmal 2 Minuten, 3 Minuten in die Deko, das braucht noch nicht so wahnsinnig viel, aber wenn man sagt, man hat eine Viertelstunde Deko, man hat 20 Minuten, man möchte vielleicht dafür auch ein klügeres Gas nehmen, also nicht mit Luft die ganze Deko absitzen, sondern mal so ein schönes Nitrox 50 oder ein bisschen Sauerstoff und welches ist denn besser, dann braucht man vor allem noch mal eine ganze Menge Theorie dazu. Und dafür macht es auch wiederum Sinn, doch noch mal einen Kurs zu machen oder sich einfach ein paar Sachen anzulesen, ein paar Sachen auszuprobieren. Wie gesagt, ich finde Kurse, weil sie schön strukturiert sind, oft ganz sinnvoll. Aber es kommt immer darauf an, wo und mit wem. Und manchmal kann man es auch anders machen. Und dann gibt es klar noch mal Grenzen, bei denen man wirklich noch mal andere Sachen üben und lernen muss. Und das ist dann, wenn es wirklich in den Bereich technisches Tauchen reingeht. Also, dass eine Deko länger wird, dass die Tiefengrenzen fallen, dass man vielleicht auch tatsächlich Trimix in die Flasche füllt. Oder weil das halt offen viel zu teuer ist, dann doch auf einen Rebreather umsteigt. Dann ist man so in Bereichen angekommen, in denen eine wirklich gute Ausbildung anfängt, wichtig zu werden und in der man eben nicht mehr unbedingt alleine rumexperimentieren sollte. Und dann ist man übrigens auch in einem Bereich, wo die Versicherung anfängt, Dinge als grob fahrlässig zu benennen, die man tut, ohne dass man weiß, was man tut. Ob man dafür immer ein Kärtchen nachweisen muss, ist nochmal eine andere Frage, aber dass man weiß, was man tut und dass man das gelernt hat und trainiert hat und geübt hat, bevor man sowas tut. Das eben schon. Also wenn man mit einer Mono 10 auf dem Rücken auf 100 Metern leider verunglückt, dann kann eine Versicherung anfangen zu sagen, dass sie das jetzt durchaus doch für grob fahrlässig hält. Wenn man das mit einem geschlossenen Rebreather und den richtigen Gasen und dem richtigen Bailout dabei tut und überlebt, dann wird die Versicherung dabei nicht viel gegen einzuwenden haben. Also, so ein bisschen weitere Ausbildung ist vielleicht nicht das Allerverkehrteste. Und ja, an einem Teil davon arbeiten wir ja hier immer und erklären viel über Dekotheorie und so weiter und werden das auch in der nächsten Zeit weitermachen.